Maar goeie, de eerste stap van een fietsreis is vanzelfs het uitzwaaien van de familie. Doei! Doei! Maar dit keer wilde ik die net meenemen op een fiets om de mooie longen skippen, want ze hele spannend is Duitsland en Denemarken nog ik ben net. Ben ik in grote bergen en geen rendieren. Ik wil hier namelijk dit keer meenemen om die de meesten te tonen die zo vrolijk binnen om hier een onderdak onder te bieden en een pandje waren mieten. En mijn vraag aan haar is dan ook van, nou ja, waarom had ze dan in een goede giet meesten zoals mij van die hele zwalkers dan in haar huis opnemen voor een of meerdere nachten. En ik ben hier na 5 dagen aangekomen in het lietse plakje dat heet van Kettrup hier in Denemarken. En ik maak je dus 12 maanden blij om mijn roman werkje te kennen, om daar een mooi begin met te maken. En dan haren dus ik de vraag waarom in godsnaam dat ze me hier 12 maanden in haar huis opnemen, midden in haar familie. I don't know, a lot of people could just sort of sit around doing nothing, growing old. I like having a lot of young people by. It keeps me a little young, I think, once in a while. So having some people coming by, eating a little breakfast, a little dinner, whatever, helping them out if I can, I think is awesome. You know, I wish they'd done this when I was living in the States back then, because it would have made it a lot easier. But instead, we had to revert to tents, and a hot shower was maybe a dip in the ocean. You know, so this is pretty cool. I do couch surfing too, for the people who don't use bicycles. The people who dare be here because of the dogs. You know, I got these crazy ass dogs. Come here, Brady. Yeah, come on. Come here. Come here. Most people are afraid of dogs, but these guys are pretty cool. Yeah, hello. See? So if you're not afraid of dogs, you don't mind a little smoke and a little loud music once in a while, then this is a great place to come. Die Ursprungssituation ist eigentlich, dass ich selber gereist bin mit dem Rucksack oder per Anhalter und dann zufällig Leute getroffen habe, die mich dann ja sehr gastfreundlich dann aufgenommen haben oder angeboten haben, dass ich bei denen bleiben kann. Ja. Und das ist dann sozusagen dann das erste Mal, da war ich vielleicht 20 oder so, da habe ich das erste Mal gesehen und gelernt, dass das möglich ist, dass man da keine Angst haben muss und dass das sehr nett sein kann. Und genau, und dann hat sich das ja im Endeffekt dann durch dieses Warm Shower, durch die Plattform dann angeboten, an einem Ort, wo wir gewohnt haben, wo wir wenig mobil waren mit den kleinen Kindern. Wir haben selber nicht mehr so viel gereist. Wir das aber spannend fanden, ja, Leute aufzunehmen, die das zu schätzen wissen und die dann von ihren Reisen erzählen können und wo man immer was dazulernt, ne? Wir reisen selber gerne und uns, wir sind oft in derselben Situation und wir finden das schön, auch Leute zu treffen, die da wohnen. Und ja, also sind oft in derselben Situation. Und außerdem auf Warm Showers sind wir dadurch aufmerksam geworden, dass Richard nach Russland gefahren ist. Und wir hatten vorher schon von Freunden gehört, die beim Dachgeberverband waren. Und da haben wir auch Reisen gemacht, also da haben wir auch Leute aufgenommen und sind selbst auch mal, haben das auch mal in Anspruch genommen. Und dann gilt das aber nur für Deutschland, sodass wir dann auch ein bisschen rausgekommen sind. Und dann haben wir erfahren, auch in Frankreich ist Richard mal gewesen, dass es da auch diese Netzwerke gibt und wir finden das sehr schön. Und zumal ich öfter mal Probleme mit dem Fuß habe und sehr unbeweglich bin und dann kommt die Welt zu mir und ich brauche nicht zu verreisen. Ja. Ja, wir haben Gäste auch aus anderen Ländern gehabt und so, das ist immer sehr schön. Und dann die Leute, die so mit dem Fahrrad unterwegs sind, sind ja meistens auch sehr aufgeschlossen und haben auch viel zu erzählen und interessieren sich auch für viele Sachen.